Also hallo, mein Name ist Shangusko. Ich bin Professorin im Bereich Sozial- und Gesundheitsmanagement. Und heute möchte ich gerne mit Ihnen zwei Fragen aus der Gesundheitsökonomie besprechen. Und zwar die erste Frage ist, wo kann man im Gesundheitswesen das Phänomen Moral Hazard antreffen? Moral Hazard, wie Sie ja gelernt haben, ist die Überinanspruchnahme von Leistungen im Gesundheitswesen, statt einmal zum Arzt zu gehen, ja, weil es mir gefällt, weil es mir langweilig ist oder wie auch immer, geht man zum zweiten Mal oder zum dritten Mal oder lässt sich nochmal Medikament verschreiben. Das sind also Überinanspruchnahme von Leistungen, weil dem Versicherten dadurch ja keine Zusatzkosten entstehen. Wo man das häufiger beobachten kann und wo das Phänomen eigentlich größer ist, ist bei den Leistungserbringern. Und zwar bei den Ärzten und Krankenhausbetreiber oder den Krankenhäusern. Das zeigt sich in verschiedenen Studien, die in der Schweiz und in Deutschland durchgeführt wurden. Unter anderem wurde dort gezeigt, dass es eine Korrelation gibt zwischen Ärztedichte oder Krankenhausbettenzahl und den geleisteten Behandlungen oder Leistungen. Das heißt, je mehr Ärzte, desto mehr Leistungen, obwohl der Patientenzahl die gleichen bleiben. Warum ist das so? Einer der Gründe ist die angebotinduzierte Nachfrage. Die kommt dadurch zustande, dass in dem Verhältnis Patient-Arzt der Arzt über einen Informationsvorsprung verfügt. Der Patient, der zum Arzt geht mit einem Husten, den er seit einigen Wochen hat, der weiß nicht, was sich hinter diesem Husten verbirgt. Der weiß also nicht, ist das harmlos, geht nach 7 Tagen vorbei, wie jede normale Grippe oder Erkältung, oder verbirgt sich hinter dem Husten vielleicht sogar ein bösartiger Tumor, ein Bronchialkarzinom. Das heißt, der Patient ist, was die Information und die Konsumentensouveränität, dass ich mit Transparenz, mit voller Information die Leistungen mir aussuchen kann, das ist im Gesundheitswesen zumindest im Arzt-Patienten-Verhältnis nicht möglich. Eigentlich haben Ärzte ein gesellschaftliches Mandat zur Diagnostik und zur Therapie von Krankheiten. Auf der anderen Seite ergibt dieses Mandat natürlich auch die Möglichkeit, die eigenen Leistungen, die man erbringt, wesentlich zu beeinflussen. Also es ist die Aufgabe der Gesundheitspolitik, daher diese Möglichkeit des Missbrauches einerseits durch gezielte Einsetzung von Ressourcen, auf der anderen Seite aber auch durch Anwendung von evidenzbasierter Medizin zu begrenzen. Ist die Ökonomisierung des Gesundheitswesens ethisch vertretbar? Kann man überhaupt das Gesundheitswesen ökonomisieren, wirtschaftlich gestalten? Kommt der Mensch dabei nicht zu kurz? Und diese Frage möchte ich mit einem Votum der Zentralen Ethikkommission der Bundesärztekammer beantworten. Und die sagen, dass unter den Bedingungen der solidar gemeinschaftlich finanzierten Gesundheitssystems die Wirtschaftlichkeit ein moralisches und nicht nur ein wirtschaftliches Gebot ist. Sprich, dass die Ökonomisierung oder Wirtschaftlichkeit notwendig ist. Die Ökonomisierung ist also ein Mittel, ist eine Technik der nachhaltigen Sicherstellung der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Allerdings muss man beachten, dass wenn man in diesem Spannungsfeld den Kostenfaktor, das heißt die Wirtschaftlichkeit, sozusagen das Leitmotiv wird, dann spricht man häufig auch von der Kommerzialisierung. Die Kommerzialisierung hat also nicht die Sicherung der Gesundheitsversorgung als primäres Ziel vor Augen, sondern Gewinnmaximierung, Nutzenoptimierung. Das heißt, wenn das Krankenhaus zuallererst ein Dienstleistungsunternehmen wird, der Patient ein Produktionsfaktor, den es gewinnbringend einzusetzen gilt. Wenn also Mittel zum Zweck wird, dann muss man sich tatsächlich die Frage stellen, wo ist dort die Ethik
und was kommt zuerst. Zumal uns in § 12 SGB V Wirtschaftsgebot festgeschrieben oder dort niedergelegt ist schriftlich, dass Leistungen im Gesundheitswesen nicht nur dass die Leistungen nicht nur ausreichend, zweckmäßig, sondern auch wirtschaftlich sein müssen. Das steht im Sozialgesetzbuch 5, § 12, Wirtschaftsgebot. Und das ist das Problem, dass letztendlich in der Praxis, im Alltag, der Leistungserbringer oder manchmal auch der Kostenträger, sprich dann im Krankenhaus der MDK, der Medizinische Dienst der Krankenkassen, dass die letztendlich entscheiden, was ist wirtschaftlich, was ist zweckmäßig und was ist ausreichend. Und dass da durchaus im Alltag im Krankenhaus die Kommerzialisierung, und zwar die Wirtschaftlichkeit, an erster Stelle eigentlich Tag ein und Tag aus die Praxis ist. Unsere Ressourcen, die ja immer knapp werden, und die Bedürfnisse werden ja durch den medizinischen Wandel und Technik und demografischen Wandel etc., die werden ja immer größer. Dadurch ist die Wirtschaftlichkeit tatsächlich ein Gebot, weil wir das ja sonst nicht nachhaltig, das System, aufrechterhalten können. Nur das Problem ist, dass tatsächlich im Alltag die Kommerzialisierung die Oberhand bekommt. Ganz pragmatisches Beispiel, Fallpauschale im Krankenhaus. Da gibt es ja diese mittlere Liegezeiten, ja, oder mittlere durchschnittliche Liegezeit. Liegt man da drin in diesen 10, 20, je nach Fall, bekommt man ja eine Fallpauschale, eine fixe Summe, liegt man da drunter, das heißt, man entlässt den Patienten davor, kriegt man Abstriche, liegt man etwas länger, bekommt man etwas mehr, was aber marginal ist und nicht die Kosten deckt. Das heißt, das System verleitet doch jedes Krankenhaus dazu, den Patienten gerade nach Beginn der mittleren Verweildauer zu entlassen, weil er dann die Betten und die Personal und andere Kapazitäten in der restlichen Zeit sozusagen doppelt nutzen kann. Neuer Patient rein, ja. Das heißt, das System verleitet das zu. So traurig es klingen mag und so unbefriedigend für uns alle, würde ich sagen, die einzigen Krankenhäuser, die sich das noch leisten können, den Patienten tatsächlich nach Stand der Medizin, also State of the Art, zu behandeln. Und das sind sehr wahrscheinlich noch die Unikrankenhäuser. Und die Privat- oder die kleinen Krankenhäuser, denen bleibt es nichts anderes übrig, als sich dann zu spezialisieren, um erfolgreich zu sein und um diese Freiräume sich zu schaffen. Nur fragt man sich, welches System kann sich das überhaupt leisten? Können wir uns das überhaupt noch leisten? Oder müssen wir eine ganz andere, nicht ein Paradigmen-Shift im System, vielleicht brauchen wir auch ein Paradigmen-Shift in unseren Köpfen, denn letztendlich ist es meine Gesundheit.